Ihr Lieben, recht herzlich willkommen zu Badespaß bei Far Cry 6. Nein, wir mussten gerade von der letzten Schatzsuchermission, da hinten mussten wir hier kurz rüber, weil wir brauchen ein Auto und eine Straße. Genau, aber da oben qualmt so wunderschön orange, deswegen wollen wir uns da schnell noch die Versorgungsding holen. Irgendwo da oben, ja. Was ist denn das hier? Romeo, das ist ein großes Krokodil. Ja, das ist ja, mein Krokodil. Ist nein, meins. Und meins. Oh, so, ich schön. Ich hol das mal, bin schon dabei, muss nichts machen. Ach, da muss ich gar nichts machen? Nein. Okay, tatsächlich. Sehr cool. So, wir hatten etwas markiert. Und dafür brauchen wir ein Auto und eine Straße. Warte mal, ich suche mal eine Straße. Geradezu. Genau da, wo du hinläufst, ja. So, Primo Kleber. Der ist wichtig. Ist das hier oben eine offizielle Straße? Ich glaube, nee, hier vorne. Genau, ja, hier ist eine. Hier gäbe es auch eine Mission hier drüben. Oder wollen wir erstmal hier zu dem Typen, den kann man bestechen. Komm, wir gehen mal rüber zu dem, ich besteche den mal. Keine Waffe ziehen, bitte. Ich hab keine Waffe. Ich hab was für dich. Du Servus. Hast was für mich? Loyalität steht gerade nicht hoch im Kurs. Okay. Hier werden die Vorräte aufbewahrt. Danke sehr. Was hier drin? Los, dann rein. Wenn es hier Vorräte gibt, dann... Dann holen wir uns die halt. Ja, hier steht einer blöd rum. Ich weiß nicht, ist der böse zu uns oder nicht? Der ist recht... Oh, mach mal weg, steck mal weg. Oh, okay, das war wohl nichts mehr. Okay. Jetzt ist der andere auch böse bestimmt. Ja, der ist jetzt auch böse, aber es ist egal. Jetzt ist er auch hier. Oh, jetzt kommen hier ein paar mehr. Aber wo sind hier die Versorgungssachen? Ich finde. Naja, das war halt der bisschen Kram, den wir jetzt hier gefunden haben. Boah, der hat ja jetzt, aber der war jetzt aber aggressiv. Junge, 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 nicht mit uns. So, ich würde sagen, wir besorgen uns ein Auto. Aber ich habe hier keine Vorräte. Was ist das? Nee, das war der bisschen Kram, den da drinne war. Das nennt der Vorräte. Der ist zurecht gestorben. Aber geh mal zu dem LKW, schau mal, da ist. Ach ja, das stimmt, da ist ja noch was drin. Das werden wir natürlich sofort organisieren. Ja. Ich weiß doch nicht jetzt. Jawohl, 30 Metall. Nehmen wir gleich das Auto von dem? Nee, will gern retten. Achso, das. Oh ja. Das können wir auch nicht. Dann picken sie uns ja immer nicht so schnell, gell? Ja. So. Warte mal. Ich warte. Du musst laufen, Guapo. So, jetzt. Jawohl. Das ist ja eine Scheißkarre. Servus. Servus. Hey. Lass dir das nicht gefallen, schieß zurück. Oh. Ist das hier ein Nagelbrett? Nö. Nö. Aber das ist ja denen ihr eigenes Auto, das werden es ja wohl nicht. Meinst du? Guck mal, hier ist ein Vorposten. Nehmen wir den mit? Ja, den nehmen wir. Lass den nehmen wir mit. Was ist denn das Lustiges? Was denn? Ist das eine Krabbe? Ist das eine Krabbe? Ein Krabbe. Hallo, wir sind da. Hallo, Krabbe. So, wir sind hier und würden gern... Hallo? Ist hier jemand? Ja, hier ist jemand. Und ein Panzer. Ja, Freunde, jetzt guckt er die schlecht. Ich hab den kaputt gemacht. Was hast du kaputt gemacht? Den Panzer. Das hast du gut gemacht. Das ist einer von uns hier? Das ist einer von unseren Jungs. Jawohl, Leute, schnappt euch die Lage hier. Macht sie alle fertig. So, erledigt. Ja, so schnell geht das.
Blau ist sowieso viel schöner. Ja, ja, auf jeden Fall. Ach, wie schön. Hier kommen wir schon mal nicht rein. Warte mal, da können wir hier gleich mal die Vorräte holen. Hier ist eine Frau. Hallo, Frau. Was kannst du mir sagen? Ja, du. Ich habe eine Flugabwehranlage auf deiner Karte markiert. Oh, das ist schön. Oh, das ist super. Danke sehr. Dankeschön. Auf jeden Fall cool. Hier kommst du nirgends rein, weißt du? Passt auf mich auf! Los, passt auf uns auf jetzt. Aber irgendwo ist hier immer ein Schlüssel. Die sind jedenfalls gut beschäftigt. Hey, lass das Pferd in Ruhe, bitte. Wieso kommt denn hier nicht rein? Ich komme hier rein. Okay, ich hol schnell die Vorräte hier drin. Hallo? Ah, schau, noch was. Siehst du mal, herrlich. So, und ihr haltet hier bitte die Stellung, ja? Habt das schön gemacht. Ja, wir fahren Motorrad, ne? Ja. Ja, das sieht gut aus. Motorradfahren ist sowieso immer eine coole Sache. Da kannst du auch besser schießen. Tschüss, Papo. Bis nächste Woche. Aber keine Musik, gell? Oh, hier ist noch einer zum Bestechen. Warte. So ohne Musik ist halt doch irgendwie doof, ne? Das wird böse enden. Hallo. Gut, gut. Ihr könnt euch nicht mehr einfassen. Ey, sag mal. Nicht die. Hey, hilf mir mal. Das mach ich. Bitte gerne. Alles klar. Junge, 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 weißt du? So ein aggressiver Typ. Genau, ja, tritt noch in den Reihen jetzt. Los. Ach, die nimmt sich seine Knarre. Schau mal einer an. Sehr gut. Und du hast gesagt, ein Motorrad ist scheiße. Ja, aber keine Musik. Keine Musik. Na, dann holen wir uns ein Auto. Auto kommt. Da hinten kommt's. Oh, was ist denn das hier? Da unten ist ein Angelplatz. Da könntest du angeln. Hör doch mal auf zu hupen. Oh, die schießt ja gleich los auf den da. Oh, nix wie rein hier. Vielleicht erstmal Platz nehmen, mein Freund? Komm, mach den fertig. So was aber auch. Oh, der hat einen Raketenwerfer. Da kommt schon der nächste. So, wir sollen hier runter. Dann fahren wir doch mal da runter. War mal das. Entschuldigung. War mal das. War ein Baum im Weg. Das ist das Gegenteil von war mal das. So. Keine Spur von den Guerilleros. Wo sind die alle hin? Spur? Wo sind die hin? Wo sind die hin? Sind die abgehauen? Sind die abgehauen, alle? Was ist denn hier? Es steht alles unter Wasser. Ich muss durch den Monsun. Das ist ein Ast. Das war ein Ast. So, was steht denn da? Da steht irgendwas. Ich kann es nicht dran. Nehmen. Vielleicht kannst du es nehmen. Land- und Metallkonfiszierung. Die FND hat 150 Hektar Land an der nordwestlichen Grenze von Aguas Lindas requiriert. Alle in dieser Zone gefundenen Metallmaterialien müssen Teniente Alvarez im Stahlwerk gemeldet werden. Aha. Okay. Hier funkt irgendeiner rum. Was ist denn das hier eigentlich für ein... Okay. Da hinten ist ein Polizeiboot. Das ist ein Schiff, ja genau. Das ist mächtig im Arsch. Aber wir müssen hier mal in dem Bereich bleiben und mal gucken, was hier los ist. Warte mal, ich schwimme mal darüber. Ja. Und schau mal, was mit dem Schiff ist. So, ihr Lieben, nicht wundern, wir sind wieder hier. Warum? Es gab einen Spielabsturz. Mal wieder. Nur bei Olli, nicht bei mir. Ja, ja nur bei mir. So, und hier sind alle in heller Aufregung. Hopp, schon geschossen. Oh, das arme Pferd. Ja, ja, ich habe eigentlich... ich habe nicht aufs Pferd geschossen. So, ich kann mit ihr nicht sprechen. Okay, dann würde ich sagen, holen wir uns wieder ein Auto und fahren wieder runter zu der Position, an der wir eben waren. Du kannst mit ihr nicht sprechen. Da muss ich nochmal markieren. So, ich habe nochmal markiert. So, da ist unser Auto. Ja, warte mal, hier sind lauter tolle Sachen drin. Hier ist deine Karre. So gut wie neu.
Danke sehr. So gut wie neu, sagt er. Nach diesem Absturz. Oh, nehmen wir das noch mit. So. Rein damit. Ja, das hat das Spiel tatsächlich schon mal gemacht. Ja, auch bei Olli. Nicht bei mir. Tja, kurioserweise habe ich das bei keinem anderen Spiel, nur bei dem. Ist das Lustige, dass Olli eigentlich einen besseren Rechner hat wie ich. Ja. So, hier kommt wieder der Mann, der die Frau gefangen hält, nehme ich an. Ja, naja, wunderbar. Wir wissen ja, dass er nicht gut auf uns zu sprechen ist. So. Genau. Na? Na? Gracias. Ja, Grenada. Grenada. Sehr Nein, schön. Nein, nicht Grenada. Grenada heißt es. Grenada ist cool. Grenada ist eine Insel. Das ist doch gut. Ist doch schön. Will ich doch haben. So, hier mussten wir abbiegen. Und hier waren keine Guerillas mehr zu Hause, ne? Das hier waren wir. Keine Guerillas mehr und ich bin dann zu dem Schiff rüber geschwommen. Vielleicht solltest du das nicht tun. Und dann ist das Spiel abgestürzt. Nein, ich glaube tatsächlich immer noch, dass das irgendwie wichtig ist. Also hier ist das Suchgebiet ist hier in den Häusern drin. Also, gehen wir mal hier durch. Was ist das? Russisch? Was ist das hier Schönes? So, hier haben wir wieder dieses... Aber wie kommt man da rein, ne? Genau, hier haben wir das, wie kommt man da rein. Schau mal, hier gibt's was zu lesen. Ich lese. Ordentlich verfasste Nachricht auf Papier. Ida, hilf uns, die böse Bestie zu finden und zu töten. Sie quält unsere Nachbarschaft. Kugeln und Baseballschläger können sie nicht aufhalten. Wir brauchen göttlichen Beistand. Bitte gib uns Kraft, sie zu töten. Ja, was soll man denn hier töten? Wir töten... Hier gibt's noch mal was zu lesen. Jawohl. Das ist, auf der Ölplattform herrscht aufgrund von Gefahren am Arbeitsplatz und Nachlässigkeit des Personals ein akuter Arbeitskräftemangel. Künftig werden auch weniger geeignete Parias eingesetzt, um die offenen Stellen zu besetzen und den Produktionsausfall auszugleichen. Jawohl. Warte mal, hier ist was offen. Oh, was haben wir hier? Teile, okay. Teile und Herrsche. Oh, hier ist irgendwas los. Da drin ist irgendwas und ich würde es gern haben. Handschriftlicher Brief. Oku, por favor. Bring Hugo sicher nach Hause. Gib mir ein Zeichen, dass er okay ist. Und ich flehe dich an. Ja, bitte. Er fleht. Vielleicht sollte ich mir den Fernseher ansehen. Den Fernseher soll ich mir ansehen? Wo ist denn hier ein Fernseher? Ach, da. Ist das Russisch? Was? Russisch? Mal ein bisschen rumdrehen hier. Mal gucken, ob ich einen Kanal finde. Jetzt. Oh, was denn jetzt? Jetzt stürzt gleich mein Spiel auch ab. Was? Ach, Scheiße. Oh, mein Kopf. Irgendwas ist mit meinem Kopf. Wir haben eine Verbindung. Ich kann in Gedanken super. Zu dir sprechen. Super. Beruhigt mich. In Gedanken? Du musst aber wo bist du? Warum? Ach so, warum ist auch eine gute Frage, ja. Ich bin in einem Bunker östlich von dir. In einem Bunker östlich von dir. Sonst sterben noch mehr in Yara. Du musst mich finden. Ich sag, wo bist du? Aber nein, die richtige Frage wäre gewesen, warum? Genau. Ist auch gut. Sehr, okay. Sehr interessant. Ist in Ordnung. Wollen wir hier durch? Warte mal, ich muss dir mal was zeigen. Ich habe bloß kurz ein Schlückchen trinken müssen. Ja, zeig mir mal irgendwas. Nee, nicht irgendwas. Schau mal, da hinten in dem Haus, das ja, siehst ja. Du angezeichnet. Das sieht doch aus wie eine Mine, oder? Das ist dieses Relikt. Das ist halt nur die Frage, wie wir da reinkommen. Vielleicht hier. Ja. Dann? Mach mal Räuberleiter oder wie machen wir es? Kommst du da rein? Gucken und reinkrabbeln vielleicht? Nö. Nö. Okay, aber wenn wir hier das... Was aber können die Idee wir denn? War gar nicht schlecht. Die Idee war nicht schlecht. Ich werde meine andere Waffe nehmen. Ja, irgendwie müssen wir doch hier reinkommen. Ja, das gibt's noch nicht. Übers Dach vielleicht? Ich bin drin. Na, dann fasst du das Ding an. Danke für diesen Segen. Danke für diesen Segen, jawohl. Rangaufstieg. Na, ist ja herrlich.
Ja. So, wir müssen jetzt irgendjemanden retten aus dem Bunker, habe ich. Na ja, jetzt heißt es, ich muss hier auch wieder raus. Na, das brauchst du nicht. Du kannst ja drin bleiben. Ich spiele allein bei. Ach so, bist schon draußen. Okay. So, warte mal, da müssen wir mal gucken. Das ist doof. Notizbuch. Warte mal, da ist das Notizbuch. Heiße Ware, Yaras Geschichte. Verschwunden. Binde im Dorf heraus. Das haben wir ja schon erledigt, ne? Beeindrucke mich. Dani hat was umgebaut. Neue Vorherrschaft. Zeit für Superhelden-Team. Meine Impro-Waffen. Hä? Ja, warte mal. Einsätze, heiße Ware. Wie kommen wir jetzt hier weiter? So, was glaubst du? Jetzt ist das Polizeiboot weg. Ist abgehauen. Naja, klar, ist halt weitergefahren, ne? Das war kaputt und ist jetzt wieder heile und weg. Ne, das wird ja generiert hier, solche Sachen in der Engine. Und da kommt es nämlich wieder. Jetzt lass mich doch da mal hin. Ja, und dann stürzt das Spiel wieder ab. Siehst ja, du, jetzt haut's ab. Nee. Doch, ist eingeparkt. So, lass mich mal auf die Karte gucken. Wo müssen wir denn hin? Oh. Oh, das ist nicht mein Krokodil. Und jetzt ist es auf jeden Fall hier. Und jetzt hast du wieder alle angelockt. Super. Das war eine Verwechslung. Ich dachte, das ist mein... Oh, ah, das sind ja welche drauf noch. Ah. Ja, ja, klar. Au. Die schießen mir im Popo. Au. Schon geklärt. Oh. Naja, ich weiß nicht, ob das so geklärt ist. Hast du noch ein Supremo übrig? Oh. Dann Feuer frei. Ja, toll. Sind alle daneben. Ach, nee. Na, alle nicht. Oh, 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 oh. Na, das hast du jetzt davon. Guapo. Irgendein Guapi ist da nicht mehr ganz so. Komm hier. Oh, da kommt noch einer. Ein Berittener. Ein Berittener? Ne, das ist einer von uns. Warte. Ach ja. So, 889 Meter. Wo jetzt ist seid mein ihr. Guapo? Jetzt sind ja alle wieder da. Ich weiß nicht, wo deiner ist. Jetzt kommt der Nezon. Der wird schon wieder auftauchen. Das sagst du immer, bloß weil deiner da ist, weißt du? Ja. Also. Warum hat der hier eigentlich so eine blaue Umrandung? Ist das irgendwie wichtig für uns? Nö, ne? Komm her. Nö, der ist zufrieden. Komm her. Süßer Quappi. Jetzt wisst ihr, Männer, warum wir mit Frauen keinen Krieg gewinnen können. Was? Da werden erstmal Tierchen gestreichelt und auch guck mal dort und auch guck mal da. Pferdchen. Mhm. So, wir haben übrigens eine schöne, coole Karre. Ach, du willst reiten, ja? Also ich fahre mit dem Auto, da habe ich Musik. Ich wollte bloß nicht hierher laufen. So, ich habe das mal markiert, aber warte mal. Wir haben so viele komische Zeichen und keine Ahnung, was alles. Ich weiß nicht, wohin. Oh, ist ja. So. Was ist denn eigentlich? Ach, da. Verschwunden. Wir werden hier wieder raus müssen, ne? Glaube ich, hier oben. Lang, oben, links, rechts. Genau. Bigger. Jetzt hörst du schon Stimmen. Nicht gut, Dani. Nein, das ist gar nicht gut. Dein Name ist also Dani. Ja. Ich heiße Chest. Ja, Entschuldigung, ich muss schnell ausmachen, weil ich habe so husten müssen gerade. Wer bist du? Was machst du auf Yara? Ich wurde hergebracht. Hast du eine Ahnung, wie wir jetzt da hinkommen? Ja. Wie denn? Genau, wieder zurück. Wie zurück? Ja, ja. Und dann auf der Straße. Aber sie haben ihm ja da etwas freigesetzt. Runter und dann irgendwann links und dann... Dein Volk nennt es El Devorador. El Devorador. Wir können aber auch geradeaus und dann vorne irgendwann rechts. Würdest du navigieren? Ja. Schnell, sonst könnte es ist leider so, dass ich auf der Karte nichts... Muss ich mal wieder... Komm zum Bunker. Schnell, sonst könnte es wieder.
Jawohl, wir kommen zum Bunker. So, Absturz, die dritte hatten wir jetzt. Nein, nein, Olli. Ja, ja, hier war ich. Au. Es ist, manchmal ist es wirklich, mal gucken, wie lange es jetzt läuft. Wenn nicht, müssen wir uns halt irgendwas einfallen lassen. Keine Ahnung, woran es liegt. Das ist immer echt eine gute Frage. Also der Rechner wird nicht zu heiß. Ich habe das immer im Blick. Auf jeden Fall kann man schöne Musik hören. Halt hier, wir sind hier rumgemusst. Wenden in drei Zügen. Banana. Ja, Banana, richtig, genau. So. Havanna-Banana? Ja, richtig. Hier war doch gerade ein Bunker. Wir müssen doch hier irgendwo hin, oder? Hier mitten durchs Gemüse durch. Und jetzt hier vorne scharf rechts. Hui. So, 200 Meter haben wir noch. So, hier ist ein Bunker. Definitiv. Das sieht gut aus. Aber das lief noch zu Ende, ne? So, schauen wir mal, wo wir hier gelandet sind. Es läuft hier weiter. Okay. Ja, stimmt. Also vorne ist irgendwo ein Feind. Kommen wir hier rein? Nee, ne? Oh. Sind wir denn hier gelandet? Hm? Ja, was ist das? Hier liegt einer. Eine Schlüsselkarte? Sehr gut, dann mal rein hier. Ja? Einfach rein. Hä? Hey? Ja, das hat mich auch schon mal verwirrt. Man muss einfach nur geradeaus laufen. Volle Munition. Jawohl. So, hier muss sie irgendwo sein, die Tante. Oh, hier, schau mal. Gruselig. Oh, ist ja ekelhaft. Was haben wir denn hier? Gummihühner? Oh. Warum sagt die ekelhaft? Das sind doch nur Gummiviecher. Okay. Lesen. Tag 6. Sie fressen nichts mehr. Hab keinen Plan, warum. Sie schreien nur. Ich kann nicht mehr schlafen. Tag 7. Ich habe Fleisch besorgt. Vielleicht fressen sie das ja. Die Biester bringen mir nichts, wenn sie tot sind. Ja, ist ja okay. Die Biester. Was könnte das sein? Hm? Ich weiß es noch nicht. Wir gehen mal hier runter. Hühnchen mochten sie wohl nicht. Ja, Plastehühnchen sowieso nicht. Ich rufe hier schon wieder jemanden an. Wo bin ich denn hier? Sieht aus, als hätte ich einen Fahrstuhl in die Halle. Das höre ich nicht. Ich sag doch, dass dieser Hundesohn Ramon komplett irre ist. Für ein paar Pesos würde er sogar seine Oma verkaufen. Bist du überrascht? Ich muss hier sofort raus. Wenn die Hähne von den Wänden anfallen, bin ich echt am Arsch. Tja, da unten ist eine Höhle. Also, wir sollen irgendwelche Sporne finden hier. Die sollen wir nicht vergessen, hat er gesagt. Obwohl ich ja eigentlich weg will. Okay. Das sieht ja hier sehr mysteriös aus. Ja, das sieht ja schon ein bisschen hier Sons of Forest-mäßig aus. Ja, so ein bisschen. Jetzt werden wir hier mit Absicht geblendet. Den Scheinwerfern und so, weißt du? Ja, ja, genau. Absichtlich geblendet, damit wir ja nichts sehen. Was dahinter ist? Ein Gockel. Oh, was haben wir denn hier? Ein Gockel. Oh. Ein sehr schöner sogar. Hallo, Gockel. Na, ich wäre hier vorsichtig. Was ist denn das für ein Vogel? Ich will ihn irgendwie nicht tot machen. Naja, das war zu spät. Kannst kaum erwarten, hier wieder rauszukommen. Aber haben wir hier irgendwo noch mehr Hühner? Da kommen ganz viele Hühner. Und der Guapo hat die schon platt gemacht. Na, der hat auf jeden Fall seinen Spaß. Oh. Kleine Mistviecher. Okay. Was sollen wir jetzt hier finden und machen? Das ist halt die große gute Frage, ne? Aber ich... Nee, wir sind schon fertig hier unten. Da kommt noch ein Kampfgockel.
Naja, die Krokodile sind auf jeden Fall satt. Ja, kommt denen das dann, was die da gefressen haben jetzt? Keine Ahnung. Also wir sind hier, glaube ich, fertig, weil hier wird nichts mehr angezeigt. Oder geht's hier noch weiter? Oh. Sehr dunkel hier. Das ist ein völlig durchgeknalltes Vieh. Aber ist denn die Mission zu Ende? Ja. Ich denke schon. Ja. Ja, ich sehe auch nichts mehr. Na ja, dann. Gehen wir wieder hoch. Aber irgendwie... Wird man so ein bisschen allein gelassen hier, glaube ich. Oh, was ist denn hier los? Hier hinten kommen immer mehr Hühner. Kommen die denn alle her? Reptilienmetabolismus. Ich gehe mal weiter wieder raus hier, oder? Oder ich glaube, die hören nicht auf. Verrückte Viecher, ehrlich. Ist wieder so ein Huhn? Na, ich denk's nach Scheiße. Du kriegst nicht mal Hühnerfleisch davon, weißt du? Das ist ja das Miese. Ein bisschen Munition einsammeln, alles gut. Ja, ich weiß irgendwie immer noch nicht so genau, was wir eigentlich hier tun sollen, ehrlich gesagt. Jo. Also richtig weiß ich es auch nicht. Wir können ja noch mal ins Notizbuch gucken. Nein, ich meine, sollte man nicht die eine Tussi hier holen, irgendwie? Jo. Also die Markierung ist jetzt komplett weg. Die nächste Markierung wäre hier. Einige unserer Galieros sind verschwunden, zusammen mit einer Ladung C4. Nein, ich glaube, du schau mal, Herausforderung. 50, also 24 von 50. Komm, wir müssen 50 von diesen Hühnern töten. Ja, das kann man machen, klar. Aber muss man jetzt nicht zwangsläufig. Das sind ja nur Herausforderungen. Nee, aber der zählt ja runter. Das ist ja... Vielleicht passiert irgendwas, wenn alle 50 weg sind, weißt du? Okay. Diese komische Musik hier, ehrlich. Ja. Mir scheint doch irgendwie, dass die Mission noch nicht beendet ist. Kommen hier noch Hühner oder nicht? Nö, ich glaube nicht. Kannst du die Nester mal anzünden oder so? Wie denn? Die brennen nicht. Warte mal, ich nehme mal den Flammenwerfer. Ja. Da passiert... Ne, da passiert auch nichts. Brennt zwar alles schön, aber... Oh, oh. Das fliegt gleich in die Luft. Oh, oh, oh. Was heißt noch, hier? Irgendwo ist hier noch ein Hühnchen. Hier wird was Rotes angezeigt. Ach, jetzt ist es wieder normal. Echt? Bei mir nicht. Nö, weiß ich auch nicht. Nö, ich auch nicht. Ich check's irgendwie nicht so richtig. Das ist ja sehr mysteriös hier. Da unten sind ganz viele. Hier kommen noch ein paar angerannt. Mein Krokodil brennt. Ich weiß auch nicht, wo die... Die sind wahrscheinlich über uns, oder? Ja, sind das Pferde? Sieht komisch aus, ne? Aber ich glaube, das ist einfach nur das Tiersymbol. Komm zu mir.
Guapomupapo. Sag mal, wildes Huhn. Ja, sehr komisch irgendwie, oder? Ja, ja, ist schon sehr merkwürdig. Keine Ahnung. Vielleicht haben wir auch schon. Endlich raus. Ach so, also er will unbedingt raus hier. Naja, wenn er unbedingt raus will. Dann werden wir ihn jetzt nicht aufhalten. Guck mal, hier sind noch mehr normale Hühner. Okay. Nicht, dass ihr irgendwann böse werdet. Man weiß es ja nicht. Ja, man weiß es wirklich nicht. Die fressen den Mann auf, oder? Ich habe keine Ahnung. Widerlich. Ja, bäh. Hier sind noch mehr von denen. Auf was für Kampfgene? Das ist eine gute Frage. Wollen wir hier mal durch oder was? Ich weiß nicht. Ja, ich würde mal gerne hier oben drüber, weil ich glaube, da sind noch mehr. Hühner? Mhm. Hühnerse. Ich rufe an. Elvis, hier ist Danny. Dieser Ort. Blut, Scheiße, überall Vögel. Ich hab's kaum lebend rausgeschafft. Alles klar, gut, gut, gut. Aber sag mal, die Spuren hast du schon, oder? Ja, hab ich. Also wir haben die wohl. Gut, danke. Gordito, hast du das gehört? Ja, Danny. Der Süße wackelt vor Freude mit seinem kleinen Hintern. Jetzt komm zurück. Na siehste, war wohl erfolgreich. Okay, wir haben... Irgendwas haben wir getan, was wohl sehr cool war. Okay, dann holen wir uns das Auto. Jawohl, das war drüben auf der anderen Seite. Naja, genau. Ja, komisch. Also das war eine Mission da. Ja, vielleicht hatten wir einfach zu viele Abstürze. Sehr vogelig. Vogelig, ja. Vogelbelastet. Oh. Na, was ist da los? Haut ab, das ist unser Auto. Geht bloß weg, ey. So, wo gehen wir denn jetzt hin? Wir gehen... Oh. Das ist eine gute Frage. Na, machen wir mal schnell die Krokodilstränen. Hm? Krokodilstränen, jawohl. Machen wir das. Unser Auto vielleicht ein bisschen kaputt. Ist das wirklich kaputt? Keine Krokodile erlaubt. Ich könnte das reparieren. Also ich bin ja hier professioneller. Nein, das ist alles aber gut. Aber nicht, dass dein Rechner wieder abstürzt. Ja, das stimmt. Das ist schon komisch, ja. Echt merkwürdig. Also ich habe mal den Grafikkartentreiber jetzt eben aktualisiert, aber der ist ja wesentlich neuer, wie das Spiel eigentlich ist. Aber wer weiß, vielleicht hat hier irgendeine Datei vielleicht für das... Vielleicht liegt es genau daran. Ja, wahrscheinlich, ja. Oh, so, wir müssen... Wo müssen wir denn hin? Hier, die Frau will auch irgendwas von uns. Der Mann. Der Mann, Frau? Mann, Frau. Warte mal, Mann, Frau, halten Sie mal an, kurz. Moment. Ich bin kein Idiot. Oh, was ist denn hier los? Und schon bist du wieder im Stress, weißt du? Da ist noch einer. Au! Und immer schön vorbeischießen. Komm. Tja, 1 Million Peso? Eine Million Peso hast du bekommen? Nein, er hat gefragt, wie kann ich das wieder gut machen? Ach so. Ich habe nur die Antwort gegeben, aber... So, junger Mann, jetzt reden nicht verfügbar. Warum nicht? Im Kampf. Du bist doch gar nicht im Kampf. Hilfe? Hilfe? Ja, wie kann ich Ihnen helfen? Den habe ich doch gerade befreit. Lauf! 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 Corone! Corone! Aha. Okay. So, jetzt aber können wir mit dir reden, oder bist du noch im Kampf? Er ist immer noch im Kampf. Arme Kerl. Hey! Ja? Hey, hallo? Das ist alles sehr verwirrend heute, oder? Was ist für eine Aufregung? Aber echt? Dann rede halt nicht mit uns. Komm. Es ist nichts. Los rein ins Auto. Das ist nur ein Pferd. Ja, das versteht der nicht. Der kommt irgendwie, keine Ahnung, aus welchem Land der kommt. Dass der keine Pferde kennt. Ja, das weiß ich leider auch nicht. Ich auch nicht.
Es ist alles sehr verwirrend heute. Sehr verwirrend heute. Fahr nicht über unseren Grabo drüber. Nein, ich fahre über die anderen. Es ist alles schön. Naja, wir werden das schon irgendwie schaffen. Hier drüben war jedenfalls eine Militäreinrichtung. Servus. So, hier runter. Schatzsuche, Schatzsuche. Guck mal, hier müssen wir durch. Hier so. Oh, das ist ja hübsch. Das war hübsch, ja. Das war aber hübsch. Es scheint ja die Krokodilfarm zu sein, wo der Mann verschwunden ist. Das scheint ja ein Urlaubsort zu sein. Ein Urlaubsort. Wie schön. Lala, was ist denn hier? Oh mein. Welche Teile, die nehme ich mit. Hier ist ein Böser. Hier sind lauter Böse. Hallo. Tut mir leid. Hier ist jedenfalls wieder so ein Schrein-Schrein-Ding. Ein Segen. Das ist ein Segen. Ein super Segen. Hallo? Ey, sag mal, ich glaube, du spinnst ein bisschen. Oh, warte mal, jetzt muss ich mal echt was gucken. Ja? Oh. Wie süß ist. Hab ich. Tasten? Warte. Warte. Ich warte. Warte. Nee, wozu habe ich das jetzt bekommen? Hast du dir auch so einen Krokodilskopf mitgenommen? Schauen wir mal. Oh, schau mal, hier, Krokodilstränen. Moment. Wo soll ich hier was? Ach, hier. Pompei, die wissen, was ich tue. Diese Soldaten kommen jeden Tag und stellen mir Fragen. Jetzt haben sie mir sogar gedroht, mich an Beatrice zu verfüttern. Ha! Als ob meine Liebste mir je wehtun würde. Sie verstehen nicht, was uns verbindet. Sie kennen uns nicht so. Was? Sie kennen sie nicht so, wie ich sie kenne. Und so weiter und so fort. Ja. Das schauen wir uns in der nächsten Folge an, liebe, ihr Lieben. Weil ich weiß nicht, wie viele Minuten wir aktuell haben durch die ganzen Abstürze. Mein Krokki ist gleich hier rübergegangen. Das will da... Die Hühner fressen? Ja, wahrscheinlich. Oh. Okay, wir suchen den Mann und melden uns wieder in der nächsten Folge. Mit euch zusammen. Tschüss. Auf jeden Fall. Tschüss.